Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich will mir heute mit euch zusammen den Epic Game Maker ansehen. Den habe ich nämlich im App Store gefunden. Das Ganze ist mit Unity erstellt. Ich weiß nicht, ob es das auch für Android gibt, aber auf jeden Fall eben für iOS-Geräte hier auf dem iPad. Und nachdem wir das Ganze gestartet haben, finden wir uns hier im Hauptmenü wieder und wir können wählen zwischen Local Levels, Online Levels und dem Ausgang. Außerdem finden wir noch Datenschutzhinweise, die Einstellungen. Wir können Ads entfernen, indem wir eine Gebühr zahlen, nehme ich an. Und außerdem kommen wir über die Chat-Schaltfläche, glaube ich, noch zum Discord-Server der Entwickler. Hier kann man zum einen die Online-Levels spielen. Das heißt, das sind fertige Levels, die andere Spieler kreiert haben. Wir können uns das mal ansehen im Singleplayer. Wir können ja auch mit einer Suchfunktion nach bestimmten Spielen suchen. Wir schauen uns aber mal an, was hier oben uns direkt angeboten wird im Bereich Online Levels. Und da ist zum Beispiel dieses Spiel, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, weil ich kein Chinesisch kann. Ja, und das ist jetzt ein klassischer Jump'n'Run-Plattformer. Wir können uns hier nach links und nach rechts bewegen. Wir können springen. Wir können sogar mehrfach nach oben springen. Wir können Dinge einsammeln, wie zum Beispiel diese Schlüssel und diese Diamanten. Und dann können wir uns hier auch an der Wand sozusagen emporhangeln. Ja, das ist also ein Spiel, was ein anderer Spieler gemacht hat. Und daran sieht man dann auch schon, was hier so alles möglich und machbar ist. Und wir versuchen gleich auch mal unser eigenes Spiel zu kreieren. Ja, und ein Riesenmanko an diesem Game ist, dass jedes Mal, wenn man stirbt, man sich irgendwie einen Werbeblock anschauen muss, der zwischen 5 und 30 Sekunden dauert. Das nervt ein bisschen. Das Spiel ist jedenfalls abgeschlossen. Oder das Level, und wir machen uns jetzt mal dran, ein eigenes Level zu kreieren. Dazu gehen wir wieder ins Hauptmenü zurück, klicken auf Local Levels und da können wir jetzt ein eigenes lokales Level erstellen, indem wir auf Plus tappen und dann hier oben die verschiedenen Einstellungen vornehmen. Wir finden ganz links in der Leiste ein Radiergummi-Tool, ein Auge, um das Level auszuprobieren wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau, wir können ja mal draufklicken. Ja, da können wir durch das Level scrollen und dann finden wir ein Stiftsymbol und unter Blöcke können wir dann verschiedene Blöcke einstellen, die wir malen wollen. Wir fangen jetzt einfach mal an und malen hier irgendwas mit den Pfeilen ganz rechts können wir das Level weiter scrollen sozusagen. Ja, und hier bauen wir jetzt mal einen kleinen Parcours. Und das probieren wir auch gleich aus. Wir können hier also zwischen verschiedenen Blöcken wählen. Ich habe mich jetzt für den Castle-Block entschieden. Es gibt aber auch ein arktisches Theme, ein Forest-Theme, ein Science-Fiction-Thema, ein Halloween-Thema, ein Wüstenthema. Und dann gibt es verschiedene Themen, die man noch kaufen kann. Candyland, auch schön. Wir können die verschiedenen Themen mutmaßlich auch mischen, können dann einen Charakter einstellen, wie zum Beispiel hier diesen Bauer mit der Mistgabel. Wir können verschiedene Feinde auf der Map platzieren. Mal schauen, wie die sich voneinander unterscheiden. Ich habe keine Ahnung, ich probiere das hier gerade zum ersten Mal selber aus. Weiß auch nicht, wie clever die Feinde sind. Wir werden es gleich erleben. Es gibt Items, die man auf der Map platzieren kann, zum Beispiel eben solche Sägeblätter, wie wir sie gerade gesehen haben. Platzieren wir doch gleich mal eins. Kerzen, Diamanten, Flaggen, Schlüssel.
Und dann gibt es die Möglichkeit, den Hintergrund zu verändern. Das scheint einen Moment zu dauern. Ich weiß nicht, ob das sofort sichtbar wird oder erst im Spiel vielleicht sogar. Also Background wurde geändert, denke ich. Und wir testen jetzt einfach mal, indem wir auf Play klicken. Dann müssen wir hier verschiedene Werbe. Datenschutzeinstellungen akzeptieren. Dann muss ich sogar noch einen Werbeblock über mich ergehen lassen. Den habe ich euch netterweise mal ausgeblendet. Und dann dürfen wir das Level endlich benennen, können es speichern und dürfen dann auch loslegen. Und im Spiel selber wird uns dann auch netterweise der Hintergrund angezeigt. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht sinnvoll ist, in die Kerze zu laufen. Und wir probieren das Ganze jetzt mal. Und da oben sehen wir den ersten Gegner. Und leider bin ich an der Stelle gestorben. Ihr seht unten eben auch das Schwertsymbol. So, jetzt muss ich leider wieder ein Werbevideo über mich ergehen lassen. Wie gesagt, das nervt und man kann sich davon freikaufen, aber ob es das wert ist, das müsst ihr selber wissen. Natürlich kann man hier nur eine Art von Spielen machen. Trotzdem finde ich, ist das hier eine ganz nette Idee. Man hat vor allem halt auch sofort ein Ergebnis, ohne da jetzt groß programmieren zu müssen. Nette Idee, schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Mir reicht es jetzt an der Stelle schon wieder. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns demnächst, wenn ihr mögt, in einem anderen Video wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.